Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Ja, liebe Leute, Ausgangspunkt meines heutigen Stadtspazierganges ist dieses Haus hinter der Wiener Staatsoper. Ja, nicht, dass ihr glaubt, ich habe da jetzt drinnen gewohnt. Das könnte ich mir bei dem Gehalt, das Okto für die Stadtstreichersendungen bezahlt, nicht leisten. Zunächst mal bummle ich durch eine nachweihnachtliche Kärntnerstraße an einem Sonntag, also mit nicht nur Lockdown-bedingt, sondern überhaupt geschlossenen Geschäften. Ist sie vielleicht aus einer Operette entkommen von Johann Strauss? Oder betrachtet sie im Flug jenes Haus in der Krugerstraße, einer Seitengasse der Kärntnerstraße? Diese Lampen leuchten möglicherweise spätabends ein bisschen Spielsüchtigen ohne Geld an den Weg nach Hause. Ein netter Brauch ist es, dass auf der Kärntnerstraße berühmte Personen mit Sternen verewigt wurden. Hier einer der berühmtesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, Arturo Toscanini. Und mit Liebe zum Detail gibt es in den Seitengassen einiges Interessantes zu entdecken. Wie zum Beispiel die Annakirche in der Annagasse. Direkt an der Kärntnerstraße liegt die Malteserkirche. Und am derzeit in Umbau befindlichen Neuen Markt finden wir die Kapuzinerkirche mit der Kapuzinergruft, wo zumindest viele österreichische Herrscher teilweise bestattet sind. Nobel logiert das Finanzministerium im Palais Questenberg-Kaunitz in der Johannesgasse. Und man sehe und staune, auch im ersten Bezirk gibt es Gemeindebauten. Und zwar nur wenige Schritte neben dem sogenannten Savoyschen Damenstift, ebenfalls in der Johannesgasse. Parallel zur Kärntnerstraße verläuft die Seilerstätte mit dem Haus der Musik. Und auch wenn die Wiener Schulkinder am 15. November, dem Leopolditag, schulfrei haben, er ist der Wiener Landespatron, Clemens Maria Hofbauer. Und beim momentan leider auch nicht bespielten Ronacher
begebe ich mich in die Himmelpfortgasse Richtung Kärntner Straße zurück. Eines der bekanntesten Gebäude in der Himmelpfortgasse ist natürlich das Stadtpalais des Prinzen Eugen. Was erwartet uns wohl bei K&K Kuriositäten? Unter anderem offensichtlich viele Tonkünstler, sprich Komponisten. Außer die Dame in der Mitte. Gruß aus München mit Angstschober Fetzerl. Naja. Beim Zickzackmarsch links und rechts der Kärntner Straße findet sich am neuen Markt 10 bis 11 dieses Haus mit dieser Figur des Götterboten Hermes. Oder dieser Dachgiebel mit Figurenschmuck, der das sogenannte Herrnhuter Haus Ecke Seiler Stätte Neuer Markt abschließt. Nur wenige Meter durch diese Gasse und ich lande am Stock im Eisenplatz. Zunächst einmal mit dem Palais Equitable. Jenem bemerkenswerten Haus mit dem Steffel im Hintergrund, was uns auch schon sagt, dass wir nicht weit zum Stephansplatz haben, wo auch die riesige Spiegelfassade des Haas-Hauses beherrschend ist. Da der Stephansdom aber schon ein sehr ausführliches Thema in einer der kleinen Stadtstreicherfolgen war, geht's nach ein paar Seitenblicken über den Graben hier mit der Pestsäule und der Dachgruppe des Generalihofes weiter zu einem kleinen Streifzug durch die Seitengassen des Grabens, wo sich in der Dorotheagasse ein relativ bekanntes Lokal befindet. You show, so I saw. Ist es nah, was macht ein Nocker da im HWLK? So wie auch ein bekanntes Musikaliengeschäft. An der evangelischen Kirche in der Dorotheagasse ist besonders das H interessant, nämlich H wie helvetisches Bekenntnis. Eine der wenigen Kirchen mit diesem evangelischen Bekenntnis in Wien. Die Auslagen der Antiquitätengeschäfte, die es im ersten Bezirk in großer Zahl gibt, lohnen auch immer wieder einen Blick hinein.
Die Bräunerstraße führt mich dann mal wieder Richtung Graben zurück. Und bei dieser Auslage, da schlagen wohl eindeutig die Kinderherzen höher. Weihnachtskrippe à la Steif. Ja, und wie unschwer zu erkennen ist, sind wir jetzt wieder mal am Graben angelangt. Wo sich ein kurzer Seitenblick zur Peterskirche auch lohnt. Ja, und mit ein paar Blicken am Graben möchte ich mich für heute verabschieden.